schafft sich ja übern Proxy. Gott löscht immer seinen Verlauf. Jeder, der ihn kennt, der staunt, er wechselt täglich seinen Account und blockt fremde Zugriffe zuhauf. Gott zischt gerne mal einen Weizen. Gott leert Gläser gern auf Ex. Angesetzt und reingekippt, bis die Leber schwungvoll wippt. Das macht mich sprachlos, bin perplex. Gott nascht heimlich Schnapspralinis. Er hat Diabetes gleich Typ 2. Arbeitet und rastet nur, ist auch nach 21 Uhr. Doch das geht ihm am Arsch vorbei. Gott bestreit täglich seine Plätzchen. Die Birne hat 150 Watt. Wachsen und gedeihen prächtig. Gott ist ziemlich stolz und mächtig breit und wirkt auch sehr beknackt. Gott ist leider nicht unsterblich, er hat alle Horcruxe verloren. Dumbledore, die alte Leier, Ariadna, naja, und dann Expelliarmus und tot. Expelliarmus, tot. Gott sieht die Radieschen jetzt für unten. Das hat er sich selber in ihr gebrochen. Ich frag mich, wer das ganz versteht und weiter brav zur Kirche geht. Ich selber finde das bekloppt. Prost!